Wer weiß alles? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Format. Nein, stopp. Hä? Ich habe doof geguckt. Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Quizformat. Wer weiß alles? Woo! Schreibt jetzt mal eure Kritik in die Kommentare und ich weiß, da wird Kritik kommen. Und eure Verbesserungsvorschläge, die wir dann zu 30% umsetzen werden. Und lustige Oberbegriffe. Ich erkläre die Regeln. Jede Spielrunde läuft unter einem Oberbegriff. Zum Beispiel Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die SpielerInnen müssen dann der Reihe nach innerhalb von 2 Sekunden richtig antworten. Bei falscher oder zu langsam gegebene Antwort ist man für die Runde gesperrt und darf erst in der nächsten Runde wieder mitspielen. Wer zuerst 4 Punkte hat, darf den großen Wer weiß alles Pokal küssen, aber nicht mit nach Hause nehmen. Du warst schon bei einigen Quizzes hier zu Gast. Erstmal Riesenapplaus für Julia Blutix. Seid ihr ready? Ja. Soll ich mal starten? Ja. Runde Nummer 1. Alle Landeshauptstädte Deutschlands. Düsseldorf. Nein, stopp. Hä? Ich habe doof geguckt. Berlin? Hamburg. Scheiße! Ja. Hannover! Nein, das war zu lange. Ach, wir müssen ja noch weitermachen. Weiter geht's. Nein! Bremen. Hannover. Innsbruck? Ist das nicht in Österreich? Ach, oh mein Gott! Hey, was doch da mal! Ach, ich wollte Saarbrücken sagen! Aber war das auch falsch? Ja. Peinlich. München. Und damit gewinne ich in der ersten Runde. Applaus für mich, danke. Aber ich will einfach schon jetzt nach Hause gehen, wirklich. Das ist so krasser Druck, weil wir sind zu Hause, kann ich nicht. Von Dennis und Geografie, das ist natürlich. Nein, ich habe Innsbruck gesagt. Ja, das kann ja ein Versprecher gewesen sein. Du hast viele Ohren. Gut, 1-0, Benny. Alle Episodentitel der Harry Potter Filmreihe: Harry Potter und der Stein der Weisen. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Harry Potter und die zwei Türme. Das war keine Ahnung, kein Film. Plan. Keine Ahnung. Weiter? Harry Potter und die Heiligtümer des Todes? Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2. What? Na, das war's. Ich muss auch. Ach ja. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Was? Komplett raus. Julia, ganz kurz, kurzes Feedback so in der Halbzeit. Wie findest du das Spiel? Anstrengend. Also komplett mein Herz klopft wirklich doll. Ja. Aber ist jetzt wenigstens wärmer geworden? Nee, Mann, es ist immer noch kalt hier. Okay, wir werden soweit. Alle Gewinner der 15 Dschungelcamp-Staffeln. Och, Leute. Evelyn Bodecki. Menderes. Melanie Müller. Boah, stark. Willi Herren, keine Ahnung. Oi, raus. Keine Ahnung. Jetzt kannst du gewinnen, wenn du jetzt richtig weißt. Ich will nicht in dieser Kategorie. Daniele Negroni. Nein, damit kann keiner einen Punkt. Hä? Hat der nicht gewonnen? Nee, ist der Gewinner der Herzen. Vor allen Dingen, das ist so. Ach, der ist wieder Zweiter geworden. Das ist eine Kategorie für mich eigentlich. Ja, für mich auch. Boah, ist das schwer. Sowas weiß ich ja. Wir schreiben heute den 18.01. Erstmal tolles neues Jahr. Wie war dann Silvester? Ganz toll. Ja, ne? Wir haben uns gar nicht umgezogen. Wir haben durchgefeiert bis heute. Du hast ein aktuelles Schauspielprojekt. Ja. Gestern waren wir noch Kinder. Das gilt natürlich für uns drei auch. Und das gibt's in der ZDF-Mediathek zu sehen. Wow. Welche Rolle spielst du? Vivien Klettmann, eine Anwaltstochter, ein kleines Reichenmädchen. Also passt alles zum echten total. Leben. Ja, total. Absolut. Ja, nur dass in der Serie meine Mutter umgebracht wird. Oh. Kann ja noch kommen. Hey! Hey! Hey. Alle Mitglieder von One Direction. Malik Zayn. Falsch rum. Harry Styles. Jonah Hilsen. Leck mich, echt. Ja, Tom Sprout. Keine Ahnung. Wie Brot aufstrich. Warte, wenn du jetzt richtig antwortest, hast du gewonnen. Louis Tomlinson. No! Nein. Ein Punkt. Fehlt da noch einer?
Tom, ja. Ja, wie bei Klaas war. Niall Horan. Nee, das ist er doch. Und noch einer, der so einen Shitstorm bekommen hat. Liam Payne. Wieso Shitstorm? Was war los? Der hat nur Scheiße gelabert in so einem Podcast von Logan Paul, glaube ich. Dass er irgendwie der einzige Grund war, warum One Direction erfolgreich wurde. Ach so. Wie siehst du das als One Directioner? Wer ist der Grund für den riesengroßen Erfolg Zane, gewesen? Oder? Ja, Zane oder Harry. Aber Harry auch. Ja? Aber auf jeden Fall nicht Liam Payne. Julia, kennst du denn das Gerücht über Harry Styles, dass er ein Toupet trägt? Ja, hab ich bei TikTok gesehen. Ja, Bold Harry. Nee. Und wenn, dann möchte ich dieses Toupet gerne auch erwerben. Aber hier steht's nicht so gut. Alle Ballon d'Or, Fußballer des Jahres, Gewinner der letzten 30 Jahre. Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Messi? So, jetzt wird's schwer. Zlatan Ibrahimovic. Nein! Aber wollte mich! Luka Modric. Nein. So, Julia. Billy. Marco Reus. Hätte er wohl gerne. Keine träumen! Genau, die goldene Kniescheibe. Kein Plan, Mann. Ich weiß es nicht. Pelé hätte ich noch gesagt. Vor 30 Jahren hat Pelé noch gespielt? Mit 60 Schade. Oder wie? Sicherheit. Die sieben Noten der C-Dur-Tonleiter. Halbnote. Hä? Hä? Ich weiß nicht, was ich antworten soll darauf. Weiter. 13, keine Ahnung. C. E. D. E-Moll. Ach! Aber? A. Jo! 2, 2. Hä? Aber das heißt, es gibt doch H und J und K und so? Nee. Oder was? C, D, E, F, G, A, H, C oder so heißt es. Ja, eigentlich ist auch gesagt. Irgendwie so, ja. Nächste Runde. Alle BundeskanzlerInnen seit 1949. Angela Merkel. Helmut Kohl. Olaf Scholz. Konrad Adenauer. Gerd Schröder. Menderes. Willy Brandt. Scheiße. Keine Ahnung, scheiße! Ah! Liegen lassen, was gäb's noch? Oh! Cool, das ist ein super Spiel eigentlich, oder? Oh. Ja, ich auch. Alle Ex-Freunde von Taylor Swift plus angebliche. John Mayer. Harry Styles. Ed Sheeran. Ed Sheeran war doch ein Ex-Freund. Bruno Mars. Calvin Harris. Oh! Hey, aber ganz kurz. Es ist so peinlich, dass ich aber solche mal. Sachen weiß. Julia, da kannst du mir doch helfen. Taylor Swift hat doch sogar ein Musikvideo mit Ed Sheeran gemacht. Ja, und? Aber da wurde keine Beziehung mit nachgesagt? Habe ich noch nie von gehört, jedenfalls. Julia wüsste es. Ist der nicht auch verheiratet oder so? Das ist ja egal. Also nein. Bitte, Leute, helft mir mal in den Kommis. Achso, weil er im Musikvideo mitgespielt hat? Nee, da gibt's. Die war doch mit dir eine Beziehung mit Loris Büffel nachgesagt? Leider nicht. Ich nehme mich mal ganz mit aus dem Fenster. Ich glaube, die waren zusammen. Oh! Nee, das müsste man. Das wäre ja das Traumpaar. Und ich glaube, die steht auch auf andere Typen. So ein bisschen verrucht und sowas. Nein. Alle Seven vs. Wild Teilnehmer der beiden Staffeln. Survival Martin. Fritz Meinecke. Knossi. Nova. Sascha Huber. Ich wurde ausgeschnitten! Keine Ahnung, Dieter Bohlen. Jetzt kannst du gewinnen. Okay, also wir gucken das alle nicht. Ja. Cool. Die 10 meistgestreamten Lieder in Deutschland. Nach Angaben einer bekannten Streaming-Plattform, Stand Oktober 2022. All I want for Christmas is you. Atemlos. Shape of You von Ed Sheeran. Hey! Und damit gewinnt Julia! Ja! Alles! Darf ich jetzt knutschen? Der hat aber schon so einen Film auf sich. Wo habt ihr den geholt? Das haben wir irgendwo gefunden, draußen gerade beim Sperrmüll. Ja, schön. Ja, Freunde, habt ihr Feedback zu diesem Format? Schreibt es doch gerne in die Kommentare, was könnte man besser machen, was könnte man schlechter machen. Wir sind lernfähig und lernwillig. Genau. So. Und jetzt gehen wir in die goldene Endcard. Oben gibt's für euch. Ist Freitag der 13. wirklich ein Unglückstag von Zweifelsfrei? Und unten gibt's Cool oder Cringe mit Julia Beautics. Ja! Ciao!